So, hallo die Damen, hallo die Herren, recht herzlich willkommen zu Franks Keyboard-Sprechstunde. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter und schwer am Keyboard spielen. Dann wollen wir doch gleich mal schauen. Ich habe heute einen neuen Text geschrieben, und zwar, ich versuche eine Diagnose zu stellen, was ihr für Wehwehchen habt und dann auch gleich die Medikation. Die Medikation heißt natürlich nicht für alle, dass man das nur mit Alkohol und Tabletten irgendwie hinbekommt. Aber wer nachher Lust und Laune hat, wie jeden Montagabend um 20:45 im Musikantoraum, nachher haue ich noch den Link unten rein, da können wir gerne auch noch mit Medikation anstoßen. Und ich höre auch mir gerne noch andere Wehwehchen an, für all jene, die sich hier, wie so oft, nicht trauen, ihre Fragen zu stellen. Viele schreiben mir ja Mails oder WhatsApps, was natürlich auch wunderbar ist. Aber wenn ihr jetzt in diesem Moment gerade etwas auf dem Herzen habt, dann schreibt das hier einfach rein. Dann gucken wir einfach mal, was es gibt. Die halbe Welt sehe ich schon hier, eine ganze Menge Grüße an alle. Und da sehe ich auch die Jill, die frage ich einfach mal, vielleicht hat die noch gar nicht die gebaute Ukulele von der Heidrun bekommen. Wenn dem so wäre, bitte nachher einfach nochmal im Musikando, weil die Heidrun hat eine ganz tolle Ukulele gebaut für die SX-Spieler, weil hier am Genus ist natürlich die Ukulele direkt drin, aber in der SX-Serie fehlt die Ukulele oder fehlen die Ukulelen. Nur in einem Zusatzpaket ist eine drin, dann kann man die wunderbar nachbilden und hat eine tolle Ukulele auch im SX. So, die Sonne kommt, scheint mir ins Gesicht. So, ach, Alois ist auch wieder zurück, freut mich, alle wieder hier, ne? Alle wieder beim Keyboard machen. Gut, dann geht's los. Die erste Frage, die hier reintickert, vom Josef, genau, der Josef, der verzweifelt an folgendem. Hallo lieber Josef, genau, du hast die Videos vom Rico angeguckt, sehr gut, wegen der Assign-Belegung. Also, da geht es ja um eigentlich die Regelung, ich mache mal das hier groß, die Überkopfkamera groß und mich ganz klein in die Ecke. Das heißt, wir haben ja viele Regler an vielen Keyboards, die frei belegbar sind. Das heißt, wir haben einmal die sogenannten Slider, Schieberegler, und die Rotary Switch, Rotary Drehregler. Und die können wir nicht definieren. Wenn wir jetzt im Mixer sind, dann sehen wir in Echtzeit natürlich schon, wenn ich hier was bewege, ändert sich hier was. Und genauso soll es auch sein. Das Allertollste ist aber natürlich, wenn sich das bewegt oder das verändert, was der Spieler möchte, was sich verändert. Und nicht, was irgendjemand in irgendeiner Registrierung vielleicht einprogrammiert hat. Deswegen gehen wir es nochmal ganz simpel an. Wie können wir sowas programmieren? Die Definition heißt einmal Assignable Buttons, Assignable Rotaries, Assignable Slider. Das heißt, wir gehen mal auf den Direct Access Knopf, drücken den, schwupp, und dann bewegen wir einen. Und dann sind wir in diesem Menü, das ich jetzt groß mache. Hoppa, da bin ich noch nicht groß, das ist noch klein. Moment, das ist gleich groß. Das heißt, in diesem Menü habe ich jetzt hier die Definition der ganzen einzelnen Regler. Und wo ist mein Display? Das müsste hier sein, genau, da ist doch, genau. So, das heißt, ich mache es nochmal über Kopfkamera, Direct Access, Wunschregler bewegen und dann springt hier, ihr seht die rote, tolle Umrandung, direkt auf den Slider 8 in dem Fall. Das kann ich da drauf drücken. Und eine andere Funktion anwählen. X-beliebige, was halt ich als Musiker möchte. Es gibt ein paar Voreinstellungen, die die Firma Yamaha schon gemacht hat. Die seht ihr hier bei der Knöpfe 3, bei der Slider 2, wo man einfach schon Grunddefinitionen gemacht hat. Wenn ich jetzt oben die Reset-Value-Taste drücke, mache ich mal, dann stellt er die Grundeinstellung wieder her. Reset-Value. 8 Balance. Das heißt, das ist für mich ein ganz wichtiger Regler zum Überblenden zwischen den rechten Händen und der Begleiterautomatik. Die Balance können wir aber auch noch definieren über das Balance Setting hier unten. Und da mache ich immer die Balance so. Das heißt, ich ergänze das noch und sage alle rechten Klänge
und linke Hand- und Begleitautomatik. Und dann kann ich die wunderbar mit einem einzigen Regler hoch und runter regeln. In dem Fall mit dem Achter. Ich gehe mal nochmal raus, dass ihr das jetzt im Display auch seht, dass ich einen Regler bewege. Also ich mache ja nichts mit der anderen Hand, keine Angst. Und kann mit einem Regler 5 Regler bewegen. Jetzt habt ihr eure Wunscheinstellung gemacht und sagt, was mache ich jetzt damit? Beim nächsten Mal spielen ist die ja wieder weg. Deswegen, solche globalen Sachen kommen in die Startregistrierung. Das heißt, ich drücke jetzt einfach mal den Knopf Memory und guck mal, was hier alles gespeichert wird. Das wäre jetzt eine angehakte Variation, wie ich zum Beispiel eine Lead-Registration speichern könnte. In einem Lead hat alles, was hier nicht angehakt wird, nach meinem Wissen nichts zu suchen. Vielleicht mal noch Transpose beim einen oder anderen. Vielleicht bei einem auch das Vocal Harmony, wenn er sagt, ich will wirklich pro Lead einen anderen Vokalist, ein anderes Vokalistprogramm haben. Aber eigentlich hätte ich gesagt, muss das nicht sein. Aber in die Startregistrierung, lieber Josef und auch alle anderen, hätte ich jetzt einfach alles angehakt. Das heißt, wenn ich jetzt diese Registrierung speichere, ich mache es einfach mal wieder auf die 10, dann habe ich jetzt die Regler, wie ich sie hier jetzt programmiert habe, die Assignables, wie ich sie programmiert habe, alle Effekte, sprich alles, was hier jetzt angehakt ist, gespeichert. Für viele ist das Problematische, dass sie auch beim ersten Mal den MIDI-Song und den Audio-Song gespeichert haben und dann in jeder Registrierung einen Song gespeichert haben, den sie eigentlich gar nicht mehr spielen. Der war zufällig nur geladen. Das heißt, den müsste ich eigentlich nicht noch gespeichert haben. Aber ich sage immer in der Startregistrierung, wenn er sagt, komm, das ist mein Startlied, solange ich lebe, dann macht er das auch noch mit rein. Aber viel wichtiger sind die Parameter, Line-Out. Live-Control, also die Schieberegler, Live-Control sind die bewegenden Regler, die Assignable Buttons, die Knöpfe, also Live-Control, Schiebedrehregler, Assignable Buttons, belegbare Knöpfe. Theoretisch hätte sie das auch zusammenfassen können, weil das alles die belegbaren, parametrisierbaren Elemente sind, ob das jetzt werteändernde Regler sind oder Aktivität, Deaktivierung, Menüaufruf, Shortcut. Shortcut, kurze Erklärung, ich kann ja hier definieren, dass ich zum Beispiel mit einem Knopf im Mixer bin. Das mache ich deswegen, weil wenn wir in Style-Editierung oder in manch anderen Sachen sind, man schnell hinkommt. Leider, jetzt habe ich gerade schon wieder was erzählt, die Assignables sind in manchen Funktionalitäten leider ausgeschaltet. Aber bei vielen habe ich da sofort Zugriff, egal in welchem Menü ich bin. Das habe ich gerade als ersten einen erwähnt. Wenn ihr wirklich in Style Edit drin seid, dann funktioniert es nicht, weil, Achtung, Beweis, ihr geht rein an die Style Programmierung und siehe da, wenn ich hier jetzt irgendwo rein will, diese Knöpfe haben jetzt keine Funktion, dann geht ihr über die Direct Access Taste und Intro 3. Zum Beispiel. Aber das war jetzt, wie gesagt, nur die Korrektur meines ersten Satzes. Diese Regler gehen immer, ausgenommen im Style-Edit-Bereich. Gut, das heißt, ihr habt eure Startregistrierung gespeichert. Ich habe es jetzt auf der 10 gespeichert. Und dann steht da, ich habe alles gespeichert auf der 10. Dann drückt ihr diese Taste Registrations-Select, also Registrations-Plus-Minus-Taste. Ich mache sie hier nochmal größer. Gleichzeitig. Und jetzt müssen wir einfach noch das Ganze speichern. Das heißt, die Registration, die ich im Moment hier temporär gespeichert habe, wäre beim Ausschalten weg. Muss ich jetzt mit File, Save und jetzt nenne ich das Ganze einfach, speichere es hier, Save hier und nenne das einfach Sprechstunde 2. Und ich weiß, da ist auf dem 10er hinten eine neue Speicherung von mir passiert. Nochmal groß, also oben File. Save hier und dann das Ganze benennen. Gut, das war jetzt, wie kann ich die individuellen Regler, wichtig, beim Genus haben wir natürlich hier Knöpfe, Schiebe, Drehregler. Bei den PCSX habe ich 2 Assignable-Regler, beim PCS habe ich auch Assignable-Regler. Bei Tyros habe ich
Regler, den Usable Slider. Jedes Keyboard ab der PSRS 9.5er Serie, würde ich jetzt sagen, hat einen Assignable, also einen von euch zuweisbaren Regler, der euch da tolle Sachen ermöglicht. Gut, dann gehen wir gleich mal weiter. So kommen die Leute vom Schiff. Oh, viele Grüße nach Ibiza. Kann ich nur sagen. Oder einen schönen Vino Tinto. Wobei, das kommt mir schon wieder spanisch vor hier. Ibiza, Calabasa, Calaconta, Calatarita, die schönen Buchten. Genießt die Reise von Italien nach Spanien. Wunderbar. Die nächste Frage war vom Josef. Das gespeichert habe ich. Klappt, Josef? Wenn nicht, einfach nochmal fragen. Wenn nicht, buchst mich mal für eine private Sprechstunde. Die Woche wäre wieder Sprechstunde möglich. Genau, einfach anrufen, wer mich ein paar Minuten buchen will. Dann kann ich euch an eurem Keyboard das zeigen. Wenn ihr eine Kamera habt oder ein Handy mit Kamera, kann ich auch gucken, ob ihr das so macht, wie ich es sage, dass ihr nicht im falschen Menü rumturnt. Das hat sich eigentlich auch bewährt. Thema Splitpunkt. Die nächste Frage kommt zum Thema Splitpunkt. Wie kann man R1 und R2 oder R3 separat, wie kann man die ganzen Splits schnell machen und ändern? Also am einfachsten geht es natürlich, ich gehe mal groß aufs Keyboard und mache dann das Display in die Ecke. Ihr drückt die Taste Direct Access und die ACMP-Taste, ACOMP-Taste, Begleitautomatik-Taste. Wir können natürlich auch übers Menü gehen und im Menü das Keyboard suchen. Opa, jetzt bin ich beim Keyboard. Da seht ihr, dass ich das nie so mache. Ich mache es immer über den Direktor Split und Fingerring. Das heißt, ich mache es mal groß. Menüseite 1, der dritte unten, den ich jetzt gerade lang drücke, dass ihr seht, den dunklen Split und Fingerring. Genauso wie ich so reinkomme, mache ich es mit Direct Access und die Begleitautomatik-Taste. Das ist so ein schneller Weg, der immer geht. So, und jetzt mache ich mich mal da oben an die Ecke. Und jetzt seht ihr ja den Split. Hier steht jetzt R1 plus R2 plus R3. Und ich kann jetzt definieren, was ich setze. Das heißt, wenn ich jetzt drücke, Style and Left, sagt das Keyboard, schlagen Sie die gewünschte Taste an. Jetzt kann ich die einfach nur wählen. Und ihr seht schon, wenn ich aus dem Bereich komme, der für das Keyboard unlogisch ist, setzt er automatisch den Wert des R3s, den ich separat natürlich auch noch regeln kann. Jetzt wählt euch einen Split an, je nach Begleitung, auch wie ihr mit Umkehrungen spielt. Habt ihr da sicher schon einen Favorit. Man könnte auch hier die Plus-Minus-Taste drücken, wenn einer fragt. Ihr könnt auch beim Reihe 3 das so machen, aber ich kann auch hier beim Reihe 3 einfach nur die Taste oben gedrückt halten im Display und einfach den Wert ändern. Und wenn ich in den Bereich unter den vorher definierten Bit gehe, macht er automatisch 1, 2, 3 als Überlagerung. Oft höre ich dann Leute, die sagen, ich höre eine Voice nicht. Wenn es jetzt eine leisere Voice ist, die auch dynamisch natürlich ist und ich habe eine Orgel, die volle Kanne immer 128, eine Orgel geht immer an oder aus, da gibt es keine Dynamik, das wird nur über das Volumenpedal gemacht, dann ist logisch, dass die lauteren Klänge akustisch die leiseren oder die nicht so die mehr dynamischen übertreffen und deswegen nicht mehr hörbar sind. Nochmal Reit, einfach gedrückt halten und einfach die Wunschtaste drücken für den Right Split. Gerade wenn er oben sagt, ich hätte gern oben irgendwelche Effekte noch auf der Reihe 3, dann könnt ihr das so beliebig einstellen. Und auch hier gilt, speichern. Genau das Gleiche, was wir gerade eben auch mit den Assignable, mit den Knöpfen gemacht haben. Die Registrierung gehört in meine globale Stadtregistrierung rein. Das heißt, ich speichere die, mache es jetzt mal auf die 9 und habe jetzt, wenn ich jetzt umschalte, als Beweis, dass ihr seht, dass ich umschalte, ich schalte nur die Registrierung um und ihr seht, ich habe da verschiedene Splits. Normal habe ich immer den Split hier drin, da habe ich mal schon mal einen experimentiert. Und jetzt habe ich eben hier
diesen gemacht, den ich auf 9 gespeichert habe. Heißt, wenn ihr was Fremdes einladet, eine fremde Registrierung, die ihr von irgendjemand habt, ob das der Professionelle vom Alois, von der Heidrun, egal von wem ist, dann kann es sein, die haben ihren Splitpunkt für sich mit in die Registrierung eingespeichert und ihr ladet den automatisch ein. Der wird idealerweise für das Lied auch optimiert sein. Wenn ihr das aber nicht wollt, dann könnt ihr sowas sperren. Das Sperren solcher Veränderungen, die eine Registration mit sich bringt, ist über die Freeze-Taste möglich. Das heißt, ich gehe mal groß auf die Tastatur. Hier unten seht ihr die Freeze-Taste neben den Registrationen. Das heißt, das Gleiche, was ich vorher erwähnt hatte, zum Speichern, was angezeigt wird, wird auch bei Freeze angezeigt, wenn ich die Direct-Access-Taste vorher drücke. Ich mache mal den Bildschirm riesengroß. Drücke die Taste Direct-Access und Freeze. Und dann seht ihr genau die gleichen Auswahlfenster wieder. Und hier habe ich jetzt mal die Fußpedale gesperrt gehabt bei Freeze. Wenn ihr jetzt sagt, nee, ich möchte nicht, dass hier immer meine Bekleidung umgeschaltet wird, dann muss ich das sperren. Aber ich sperre natürlich auch noch viel mehr mit, weil ich dann in der Begleitsektion, da habe ich die Left Voice auch noch mit drin. Da habe ich also ganz viele Sachen. Ne, alles, was wir hier wählen können, heißt, wenn ich die Freeze-Taste einschalte, dass sie rot leuchtet, wird die Registration genommen, aber alles, was hier angehakt wird, wird ignoriert. Jo, dann hätte ich gesagt, dann haben wir doch das auch. Ich mache mal meine Haken wieder raus. Normal habe ich die Freeze nicht eingeschaltet, aber wer weiß, schalte ich es aus Versehen ein und schwuppdiwupp lade ich eine Registrierung, die vermeintlich irgendwas nicht umschaltet. Das ist auch, die Freeze sehe ich als Notfalltaste. Das heißt, wenn ihr wirklich von heute auf morgen mit Fremdsachen arbeiten müsst oder mit von euch gemachten Registrationen, in denen Dateiumschaltungen, Parameterumschaltungen, irgendwelche Sachen gespeichert sind, die ihr jetzt gerade gar nicht braucht, dann macht ihr hier einfach die Haken hin für die Sachen, die sich nicht ändern sollen. Also oft sind die Fußpedale und die Live-Kontrolle leider gespeichert oder die Knöpfe sind gespeichert und ihr habt hier immer den Mischer und in 2, 3, 4, 5, ihr wisst nicht, wie viel Registration ist, eine andere Funktion drin, dann wählt er die Startregistrierung, die funktioniert und schaltet danach einfach Freeze ein. Und siehe da, Live-Control, Fußpedal und die Knöpfe werden durch keine Registrierung mehr geändert. Gut, dann gucke ich mal, was hier noch in der Welt, in Spanien, Ibiza, Italien und sonst noch wo los ist. Eine Speicherung, da kommt die Korrektur, eine Speicherung wird gemerkt, aber nur die eine, die zuletzt gemachte, aber auch abhängig von Keyboard zu Keyboard. So, dann schauen wir mal, jetzt habe ich doch vom Josef, meine ich, alle Fragen beantwortet. Sollte noch was sein, lieber Josef, bitte nochmal melden. Steht das neue Genus 2 schon in den Startlöchern? Bin ich ehrlich, in den Startlöchern steht alles. Wir wissen nur nicht, wie lang die Tatranbahn ist. Aber ich sage jetzt einfach mal, wir kriegen alle neue Keyboards irgendwann. Aber nicht ganz so schnell, aber sprechen wir mal. Im Herbst oder nächstes Jahr oder im nächsten Sommer, da wird man sehen, was alles in Keyboards dann rauskommt. Ob die Firma mit K schneller ist wie die mit Y. Können wir vielleicht nachher beim Bier noch mal ein bisschen drüber sinnieren. Lassen wir uns alle einfach überraschen und erfreuen uns an, Achtung, tollen Keyboards. Weil es gibt viele Leute, die haben dann mal im Moment irgendein Keyboard. Ich habe jetzt noch einige, die auf manch Keyboard-Modell warten. Ich habe auch wieder manche Modelle verfügbar, aber nicht alle. Aber das wissen die Wartenden leider ganz genau. So, dann haben wir hier schon eine Live-Frage. Noch nicht. Kommt da was rein? Wer hat denn hier noch was zu fragen? Ah, der Siegfried fragt wegen neuen Keyboards auch. Ja, ja. Habe heute an meinem SX7900 das Metronom auf einen Line-Out gelegt. Leider ist der Klick recht leise. Kann ich ihn abhängig von der zur Keyboard-Lautstärke ändern? Ich meine, wenn wir den im Mischpult drin, liebe Jill, da schaue ich doch gerade mal kurz ins Display rein. Das heißt, im Mixer, Master, wo haben wir denn das Metronom?
Panel, Song, Metronom haben wir irgendwo separat. Ich weiß es genau. Wo ist das Metronom? Im Panel war es, ne? Aber nicht im Style, sondern auf der Panel 2 Seite. Ne, wo ist das Metronom? Der Frank sucht, hat es schon x-mal gefunden und findet es nicht mehr. Metronom, liebes Metronom, wo bist du? Wenn ich direkt Access drücke und das Metronom. Liebes Metronom, wo bist du versteckt? Haben wir ein eigenes Menü bekommen? Wo hat der Frank sein Metronom versteckt? Oh, das hatten wir noch in der letzten Sprechstunde zum Thema Metronom für Drummer. Ich ahne es. Wo haben wir das Metronom versteckt gehabt? Nicht bei den Songs, sondern ganz normal beim Panel war es. Style, Multipad. Ja, wo habe ich denn das Metronom? Also auf alle Fälle habe ich das Metronom regelbar, definitiv. Oder verwechsel ich es mit den Multipads, die ich letztes Mal als Metronom für die Drummer rausgeschickt habe, um sie zu synchronisieren und dann festgestellt habe, dass sie stoppen und dann erst weiter starten. Ich glaube, das war dieser Moment. Ich habe es rootbar habe ich es auf den Out und nicht editierbar. So war es genau, ja. Mea culpa, ich nehme alles zurück. Ich habe nur die Multipads in der Volume regelbar, liebe Schild, so wie du sagst. Aber wenn es zu leise ist, wenn man es auf einen extra Kanal gibt, vielleicht auf einen extra Mischpultkanal oder auf einen Mischpultkanal des Schlagzeugers oder auf eine extra Box, wo ich dann eine separate Regelung mache. Aber wie gesagt, hier habe ich nur das Routing, nur die Multipads, die ich für das Timing missbraucht hatte, die kann ich in der Lautstärke regeln. Die Metronome sind im Spielbetrieb wunderbar nutzbar. Nur als Einzähler funktioniert es nicht. Die werden zeitsynchronisiert. Aber der Startmoment mit Vorzähler macht einen kurzen Break. Das heißt, starten genau wie das Lied und machen dann, das heißt, ich mache einfach eine Hi-Hat oder ein beliebiges Instrument als Multipad und starte das Multipad einfach zum Song, wenn ich nicht auch noch andere Multipads natürlich nutzen möchte. Aber wir haben, wie gesagt, hier beim Routing dann die Möglichkeit, das Multipad auch ein einzelnes Multipad auf einen extra Kanal zu geben. Das heißt, dann wähle ich zum Beispiel das Multipad 4, das ich dann missbrauche als Metronom, kann einen beliebigen Ton jedweder Art nehmen und schicke den raus und habe im Multipad die Möglichkeit, einfach die Lautstärke des gesamten Multipads zu machen. Wenn ich es einspiele und mache dynamisch auch nicht so kräftig, kann ich auch leiser logischerweise machen oder dementsprechend auch einen lauteren, intensiveren Synthi-Klang verwenden. Das wäre eine Notlösung als Idee, die mir gerade so einfällt. So, zweitunterste Seite, Metronommenü. Achtung, die Heidrun hat die perfekte Lösung und ich habe es viel zu kompliziert erklärt. Metronom, zweitunterste Zeile. So, Metronom, ach du Güte, Volumen, steht auf 100 und der Klang auch wählbar noch direkt. Jetzt sind hier die internen Klänge wählbar. Was haben wir denn noch für wählbare Klänge? Gar keinen, nur die Glocke, die Vierfachglocke. Also ich kann gar keinen Grundton hier wählen. Habe dann nur den Standard-Metronom-Klang. Also ab dem Moment, wenn ich noch einen anderen Klang wollte als Taktmaß, dann einfach ein Multipad nehmen und das überlagert im Style-Bereich, das überlagert im Song-Bereich, also für alle Variationen nutzbar, wenn ich andere Klänge als Metronom-Klang verwenden möchte, wie das normale. Mit der Glocke und ohne Glocke. Ja, wobei jetzt vom Verhältnis. Ach, da geht ja mein Tempo an dich. Von der Grunddefinition, also mit der 100 definitiv viel zu leise im Verhältnis zu den Styles. Mit der 127 kommen wir mit der
Bellen im Bellsound dementsprechend schon durch. Aber wie gesagt, Variation, Alternative, einfach über ein Multipad dazu. Gut. Volumen, Sound und Taktart, wo stellt denn die Heidrun den Sound ein? Heidrun, du stellst den Sound ein. Diskutieren wir nachher. Also da muss ich jetzt echt aus dem Kopf passen. Aber gut, dann hätte ich gesagt, die nächste Frage. Wer hat denn hier noch was Hübsches zu den Keyboards zu fragen? Oh, da kommt schon die nächste Frage. Sorry. Eine Frage zur Verwaltung von Noten-PDFs. Was empfiehlt sich hier unter Beispiel Android? Es gibt 3-4 Programme, die populär sind. Das Mobile Sheets Pro, das OnSong, sind jetzt Programme, die auch auf Androiden funktionieren. Das Pendant auf iPads, iOS wäre Songbook Plus. Manche nutzen rein für die PDFs auch reine PDF-Player im Endeffekt, die nichts anderes machen wie nur alphabetische Sortierung. Die Programme, die ich erwähnt habe, schicken halt auch schon MIDI-Parameter, Umschaltungen, kann ich auch Registrationen mit umschalten. Also einfach noch von allem ein bisschen mehr. Da einfach vorher genau überlegen, wenn ich schon alle PDFs sortiert habe, wäre es nicht schlecht, wenn die auch noch gleich das passende Registrationspaket, der passende Platz der Registration mit aufrufen. Also gerne da mal überlegen, in welche Richtung das geht. Und ob iOS oder Android, einfach das System nehmen, mit dem man glücklich und zufrieden ist. Und das auch Bekannte im Umfeld haben, die einem auch mal helfen können, wenn man Probleme hat oder bevor man ganz verrückt wird. Da fände ich viel wichtiger, das Umfeld bestimmt dann, was ich nutze, weil die müssen mir dann auch helfen. So, dann geht's weiter. Die nächste Frage. So. Sound on off, okay, kein Thema. Wir kommen in das Metronom-Menü auch noch anders rein, und zwar gibt es auch einen Direktaufruf per Direct Access, aber ich habe ihn nicht auswendig im Kopf. Der steht natürlich in der Direktaufrufsliste der Datasheet-List drin, aber ich habe es nicht auswendig. Ich könnte jetzt einfach mal probieren. Das mache ich ja oft. Ich zeige es schön, wie ich das immer so probiere. Direct Access und dann einfach mal einen Knopf nach dem anderen probieren, bis man wieder weiß, wo das Metronom war. So, da war es nirgends. Metronom, da ist ne? Tap-Tempo, logisch. Ne? Tap-Tempo habe ich sofort Tap-Tempo drin und dann kann ich nur eins hoch Metronom gehen. Ich meine sogar, wenn wir aber auch das Metronom per Direktaufruf noch. Wo haben wir das direkt? Es gibt doch nicht, dass es nicht direkt gibt. Nee, also dann nehmen wir einfach Tab-Tempo. Ich mache es mal groß. Und als Beweis, ich bin im Home-Menü. Dann drücke ich die Taste Direct Access und das Tab. Und dann bin ich schon im Metronom-Bereich, jetzt in dem Fall auf Tab-Tempo. Und gehe dann auf mein Metronom und kann hier die Parameter einstellen. Wie klar, vor allem die Volume, die eben noch auf 100 war, habe ich jetzt, ich mache ihn mal weg, auf 127 gefahren. Die Volume war 100. Na, genau, so war es. Ne? Das war definitiv im Verhältnis zum Style im Default Volume zu leise. Gut, der Schlagerbursche, der Thomas, ja, er hat immer so tolle Schlagzeugeinwürfe. Lieber Günther, da hätte ich einfach gesagt, fragst du nachher den Thomas. Der Thomas ist sehr häufig, um nett zu sagen, fast immer montags ab 8:45 auch bei uns in der Keyboardergruppe dabei. Da einfach nachher mal vorbeigucken. Ich habe da hier noch den Link raus. Das heißt, gemütlich den Abend ausklingen lassen, heißt mein Link, den ich gerade hier suche. Und direkt hier reinhaue, dann guckst du einfach und fragst nachher einfach den Schlagerburschi direkt. Das ist, denke ich, die beste Lösung, bevor wir uns was ausdenken. Dann haben wir direkt die Antwort und
Er weiß sicher, was du meinst und welche Einwürfe du da meinst, dann passt es gleich. Dann fragen wir, wenn er Software nutzt, welche er nutzt, wenn er überhaupt welche nutzt. Gut, dann schauen wir mal weiter. Kommt hier noch am Ticker was? Ah, der Andi, genau. Lieber Andi, mein PSA 8000 Stifter. Oh, da muss ich kurz einen Cut machen. Bei Frank an die Wand. Ach, da geht wieder bei Frank an die Wand. Jetzt nicht wundern, es brummt. Ich möchte heute jemanden willkommen heißen. Und zwar nicht ohne Stolz. Das erste Keyboard der Welt. Hat natürlich eine Wahnsinnsklangauswahl. Wir haben 8 Klänge. Alle natürlich mit dem Vierfachregler, Vierfachschalter und Variation wählbar. Also unfassbar, was da soundmäßig rauskommt. Styles sind perfekt, sind alle passend, weil es gibt keinen einzigen. Also da kann man es aus dem Vollen schöpfen. Und wie gesagt, die Klangunterschiede sind markant. Klang 1, schalte um. Klang 2, Klang 1 in Variation und der nächste. Also unfassbar. Tausend Dank an den Herr, der weiß, wer es ist. Casio Ton 201, das erste elektronische Keyboard, das in der Welt verkauft wurde. Vielleicht hat irgendeiner heimlich eins im Keller gebaut. Aber das erste veröffentlicht gebaute Keyboard der Welt, ab jetzt bei Frank an der Wand. Das heißt, wenn ihr im Pforzheim seid oder auch wenn ihr nur nach München fahrt oder nach Österreich, nach Italien, ihr fahrt ja immer an der A8 vorbei und hier im Pforzheim ist immer Stau. Das heißt, ihr müsst sowieso immer, darf man es nicht so laut sagen, aber ihr müsst eh immer runterfahren und durch die Stadt bei mir vorbeikommen, einen Kaffee trinken und dann dürft ihr beim Frank an der Wand die tollen Keyboards angucken. Und da heute irgendwie Casio-Tag ist, mache ich mal das Gebrummel wieder aus. Also der hat einen leichten Erdbrumm drauf, könnte ich jetzt über DI machen, habe ich direkt einen Genus angeschlossen aus Bequemlichkeit. Aber dann will ich euch noch was zeigen, weil heute ja Casio-Tag ist, weil heute kam noch mal eines, und zwar ein Casio CZ101. Das ist doch, da ist man in der 80er, das heißt man spielt einen Ton und denkt, wir können schon Van Halen, die haben mal Prophet, glaube ich, gespielt, aber Wahnsinn. Wenn einer sagt, oh, das hat ja keine analoge Wärme, mehr analoge Wärme gibt es nicht, weil mehr analog geht auch nicht. Das war sozusagen die Tischhube der 80er. Manche ausländische Freunde waren so begeistert, weil die kleinen Tasten und über das Pitchband natürlich auch schnelles Viertelton-Spiel ermöglichte. Da ging es nur über den Pitcher. Auch hier tausend Dank nochmal an den Herrn Casio CZ101 Lieferer. Ab jetzt bei Frank an der Wand in seiner History-Wand. Wenn ich euch sage, dass heute einer noch 15 Keyboards vorbeigebracht hat, aber die muss ich mir Stück für Stück noch angucken. So, dann fahren wir das auch wieder zurück. Wenn einer Fragen hat oder wenn jemand was im Keller hat, ganz wichtig, wenn jemand im Keller tolle Instrumente hat und sagt, ich weiß gar nicht, was das ist, taugt das was? Auch wenn es nicht mehr funktioniert, wenn es cool aussieht und irgendwas Nettes ist und ich hab's nicht schon, dann dürft ihr mir es gern vorbeibringen, ihr dürft mir schenken. Aber ich gebe zur Not auch ein paar Euro dafür und dann wird es schön an die Wand gehängt und ihr könnt es angucken. Und seid stolz, wenn ihr seht, mein Keyboard an der Wand. Einige hier anwesend, dann haben wir schon tolle Instrumente. Ich denke an den SY99 vom Jürgen, ich sage das 8000er. Vom Andi. Und Andi seine Frage, nur deswegen bin ich jetzt abgeschwichen. Und zwar bin ich total aus der Bahn, weil ich Andi seine Antwort sagen wollte. Und der Andi hat mir das 8000er geschenkt im Neuzustand. Lieber Andi, für was den WLAN-Stick am SX? Ja, der WLAN-Stick. Also außer Michael Baumgärtel, den Namen darf ich öffentlich sagen, weil er auch in der Foren so überall ist, der Eifelblitz, der schon immer die Steuerung der Keyboards über eine MIDI-Spur macht, das heißt die Umschaltung der Parameter automatisiert. Und der hat mir schon vor Jahren gesagt, dass er mit dem Music-Softloader immer ins Keyboard auf den User seine Sachen reinlädt. Ich habe gesagt, was? Dass der überhaupt noch funktioniert, ist eigentlich ein uraltes Programm. Aber damit kann man wunderbar mit irgendwelchen Devices
ob das ein iPad oder ob das ein iPhone oder ein Windows-Rechner, völlig egal, die Sachen anwählen und ins Keyboard laden. Und das Tolle geht auch per WLAN. Das heißt, der UDWLN-Stick, wie er heißt, der kleine, den Yamaha hat, der ist für sowas zu nutzen. Einer schrieb dann gleich beim Lansem-Forum, der stellt auch die Uhr. Ja, wenn ich ein Genus, in dem der WLAN-Stick unten eingeschraubt ist, oder ein SX mit dem UDW-WLAN-Stick in meinem Netzwerk habe, was eine Uhrzeit bereitstellt, dann habe ich in meinen Keyboards eine Uhrzeit, die ist einfach sinnvoll, wenn ich was speichere, um einen Zeitpunkt, einen Zeitstempel drauf zu haben. Aber ich sage, ein Datum oder eine Zeit könnt ihr auch selber festlegen. Ich habe mal von der Heidrun gelernt, Lied, ich speichere mein Lied, dann nenne ich es 1, beim nächsten Mal Lied 2, Lied 3, Lied 4, Lied 5. Da habe ich immer meine Zwischenspeicherstände. Und irgendwann, wenn es fertig ist, lösche ich die ersten weg und bin auf der sicheren Seite, gebe einfach immer eine folgende Zahl. Und das wäre eigentlich mein Tipp, weil ich brauche doch keine Uhrzeit. Wer weiß, ob ich zum neuesten Zeitpunkt das Beste gemacht habe. Gut, kann mit dem Datum, mit dem Hinschreiben, mit der Folgenummer genauso passieren. Aber einfach aufbewahren. Die Dateien, MIDI-Files, Styles brauchen alle keinen Speicher. Und System gelernt, wie ich es habe von der Heidrun, alles, was ich bearbeite, ist im User und was fertig ist, kommt auf den Stick. Und das Stick sichere ich, wenn der Alois, mein Freund, sonntags um 7 seine tolle Leute vorstellt, dann natürlich immer sonntags morgens. Wenn nicht auch mal im schlimmsten Falle nur alle 4 Wochen, aber einmal im Monat einfach den Stick abziehen aus dem Keyboard, ins PC-Sicherung, ob er es von Hand sichert oder im Alphons sein cooles Tool nutzt oder meinen Badge nutzt, den ich vor 100 Jahren veröffentlicht habe. Völlig egal, aber sichert. Ich weiß nicht, ob ich letzte Woche wieder erwähnt habe, dass einer angerufen hat, sagt, oh, ich habe alles formatiert. Wenn es weg ist, ist es weg, sagen wir hier im korrekten Hochdeutsch. Dann hat sich das leider ganz schnell mit viel, viel unnötiger Arbeit. Also das war die Antwort für der Andi. WLAN-Stick. Einmal um die Uhr zu stellen, einmal um kleine Datenmengen in den User-Speicher eines Yamaha Keyboards, der SX, der Genus-Kategorie zu speichern, ging auch schon beim Tyrus 5 natürlich. Ich bin im Überlegen, der UDWL wurde ab 5 erst implementiert. Er geht auch bei manchen Clavinovas, CLP, CSPs, die auch die Funktionalität implementiert haben. Welche Pedale braucht ein Keyboard-Spieler? Genau die der Keyboarder meint, brauchen zu müssen. Ich habe viele, die sagen, ja, dann kaufe ich noch 3 Pedale, sage ich, für was? Ja, da hat es doch 3 Anschlüsse. Ja, aber wir haben auch einen Kofferraum und wir machen auch nicht immer voll und legen immer 4 Koffer rein, weil der Kofferraum so groß ist, dass 4 Koffer reinpassen. Wir kaufen so viele Pedale, wie wir sie auch benutzen wollen. Ich verkaufe auch 20 Stück, dass ihr noch ein paar im Keller liegen habt, aber eigentlich ist Quatsch. Das heißt, wenn einer Pedale will, dann will er vielleicht so einen Volumenregler. Der Orgelspieler braucht es eigentlich generell, weil die Orgel undynamisch ist. Das heißt, egal wie hart oder weich ich spiele, es ist immer gleich laut. Im Vergleich zu Streichern, Piano, wo der Anschlag, die Anschlagdynamik natürlich auch einen ganz anderen Klang und nicht nur ein ganz anderes Volumen macht. Okay, dann brauchen wir normal, wenn man Arrangements hat und will die rechte Hand mal ausblenden oder wieder einblenden, auch das Pedal. Manche machen das ganze Keyboard drauf, um den Volumenregler zu schonen. Der Volumenregler, der nutzt sich zwar nicht ab, aber der ganze Mond, der unser Halbmond, der türkische Halbmond, der mit der Zeit entsteht, dass ich den nicht abnutze. Auch eine Möglichkeit. Dann natürlich die sogenannten Drücker oder Sustain-Pedale. Die gibt es in so einer Zungenvariante auch. Das zum Beispiel hier vom Frank 1. Das gut funktioniert, haptisch, einfach auch gut findbar ist. Gibt aber auch noch andere kleine Pedale. Damit macht man, wie ich erwähnt habe, Sustain, Nachklangpedal beim Piano. Aber ich kann natürlich jede Funktion programmieren, die es so gibt in einem Keyboard. Wenn ich jetzt mal auf das Keyboard gehe und drücke hier einmal die Taste Direct Access und drücke ein So-Pedal, dann seht ihr, dass ich hier auf dem Regler 2 bei mir Artikulation habe. Jetzt kann ich hier beliebige Sachen einstellen.
auf. Das heißt, ob ich den Chord Looper an ausschalte, ob ich aufzeichne im Style-Bereich, Synchro, die Intros. Also es gibt Unmengen an editierbaren Sachen. Mein Wunsch war ja, dass alle Assignables, ob die per Fuß oder per Hand gedrückt werden, immer alle Auswahlfunktionen haben. Dass ich immer alles wählen kann, auch wenn es vielleicht verrückt ist, dass einer sagt, nee, ich will hier Sustain. Es gibt vielleicht Leute, die hart keinen Fuß zum Bedienen haben oder andere, die sagen, nee, ich möchte, obwohl ich es hier drücken könnte, es lieber mit dem Fuß drücken. Es kostet keinen Speicher mehr, wenn ich das Menü zweimal reinmache. Aber ich sage, mein Wunsch ist, dass überall die gleiche Sortierung ist, egal ob ich es per Fuß drücke oder eben hier per Hand. Und dann kann ich hier wunderbar beliebig was wählen und diese Funktion macht dann in dem Fall mein Fußpedal 2. Drücke ich direkt Access und wähle meinen Volumenregler an. Seht ihr, steht jetzt auf Komplettvolumen der Voice. Dann kann ich auch wählen, was soll denn der machen? Soll der hier was machen? Natürlich ein Volumenregler als Tastfunktion wäre Blödsinn. Das heißt, der muss jetzt eine Werteänderung machen von 0 bis 128. Slider Assign brauche ich auch nicht. Ne? Ich glaube, ich lasse es einfach bei Volumen, wie es eigentlich sinnvoll ist. Und beim Volumen kann ich jetzt wählen unten, für was er das Volumen macht. Ne? Im Normalfall, manche sagen, ich habe noch Flächen und will einfach nur das Piano ausgeblendet haben, das ich auf der Reihe 1 habe. Dann mache ich natürlich das Volumen nur auf die Reihe 1. Oder so wie ich es für die Sprechstunde habe, dass ich einfach ausblenden kann, wenn ich der James gespielt habe, dass ich alles gewählt habe. Gut, diese Pedalsachen, die ich jetzt gespeichert habe, und wichtig, nur so viele Pedale, wie gesagt, kaufen, wie ihr sie auch benutzen wollt. Ob ihr sie für Start-Stop benutzen wollt, vielleicht auch zum Registrationen weiterschalten, auch eine Möglichkeit, überlegen. Nur wenn er sie braucht, kauft er sie und dann programmiert er sie so, wie er sie wollt. Und wenn er sie programmiert hat, dann speichert er das Ganze wieder ab. Und zwar mit der Taste Memory in der Startregistrierung. Ihr wisst es noch von eben, ganz wichtig, Fußpedals. Dieser Knopf hier unten, der muss angehakt sein, dass die Pedale gespeichert sind in der Registrierung. Live Control wären die Schiebedrehregler, die bewegenden Regler und die Assignable Buttons wären die festen Knöpfe rechts. Ich zeige sie nochmal. Optisch Assignable Buttons, diese hier, jetzt beim Genos. Live Control, diese hier, die Rotary, also die Drehregler und die Slider, die Schieberegler. Und die Fußpedale, die habt ihr unten auf dem Boden stehen. Gut, dann haben wir das auch nochmal für den Andi mit seinen Pedalen. Jetzt hoffe ich, dass das alles klappt, Andi. Wenn da noch Fragen sind, einfach melden. So, dann gucken wir mal schön rein, wer hier noch was Neues hat. Da ist noch auch der scharfe Klassiker. Wir sind immer noch beim Casio. Ja, das sind Klassiker. Ich bin ja auch schon fast ein Klassiker, so alt, wie ich mich manchmal fühle. Liebes Keyboarder-Panel, ich sehe hier Menschenmassen aus der ganzen Welt hier um meinem Gesamtzähler. Wer hat denn noch eine Frage zu seinem Keyboard, die ich beantworten darf oder ein Problem oder eine Idee? Dann schreibt mir das doch einfach unten rein in die Bemerkungsliste, egal ob ihr jetzt auf Facebook oder auf YouTube seid. Die werden mir hier in meinem Streaming-Programm alle angezeigt. Und dann freue ich mich doch gleich, wenn hier wieder eine Frage kommt. Egal ob aus Bottrop oder aus Spanien oder vielleicht auch wieder aus Kenia oder aus Hessen. Ach du Güte, da haben wir ja wirklich alles dabei. Der Hesse, der wird sich freuen, dass Frankfurt gegen Real Madrid spielt. Boah, da bin ich auch. Das freut meine Verwandtschaft ganz, ganz dolle. So, hat Unterfranke noch was? Wer hatte noch was zu melden? An Fragen natürlich. Nicht, dass ich schon wieder Style suchen soll, die ich letztes Mal schon nicht gefunden habe, die so cool sind. Wo waren die Dance? Die Dance-Sektion waren noch die lustigen, wo man gesagt hat, da haben alle noch keine. Auch
Sehe ich da gerade einen Style? Ibiza. Der Thomas fährt da gerade in Ibiza vorbei. Wir haben da echt einen Style. Ibiza 2010. Was war denn das für ein Style? Hätte ich gedacht, das ist der Ibo mehr mit ich bin gut drauf und ich schlaf gern lang. Frühstück fängt bei mir erst mittags an. Aber das war eine ganz andere Ibiza-Nummer, oder? Ja, ich wollte eigentlich einen ganz anderen Style suchen. Dirty Bob auch nicht. Aber ich suche da mal noch schön weiter, während ihr hier tolle neue Fragen schreibt. Das sind ja fast so Klänge wie in meinem alten Casio hier, was ich gerade hier habe. Elektroschlager. Was war ein Elektroschlager 1? Es gibt wenige Styles, zu denen man nichts einfällt, aber das ist einer von denen. Elektroschlager auf der Entertainer-Seite, P1, zweite unten rechts. Wenn da jemand mir nachher beim gemütlichen Zusammensein noch ein Lied vorspielen kann, dann bin ich total begeistert. Oktoberrock wird sicher ein Klassiker sein. Ach, ich mache mal das Display groß. Ihr kennt ja mein Gesicht. Da, was haben wir denn da? Oder Brenner tut's gut und alle anderen Schlager und Oktoberfest-Hits, hätte ich da mal gesagt. So, der Dream-Schlager, was war denn das nochmal? Du bist für mich, ja, gefühlt 100 Lieder. So, dann gucken wir mal, wer hat denn hier noch eine neue Frage? Da ist nochmal einer von den Heinzes. Hallo Heinz, ich muss nur überlegen, welcher das jetzt ist mit den vielen, vielen, vielen Abkürzungen. So, Josef, seine Sache haben wir schon alle beantwortet. Ach, Sigi Frage. Ja, lieber Sigi, du hast dich erkundigt wegen den Halterungen für die Genus. Die gibt es ja im Original, kosten so viel wie ein Einfamilienhaus, nicht wirklich, aber sie sind nicht ganz so günstig. Dann ist mir doch eingefallen, ich habe doch den Genus Universalhalter in der V2-Version und ich habe doch auch die Teller für die Tyros Genus-Speaker. Und zufälligerweise kann man die ja gerade zusammenschrauben, das heißt, du kriegst sozusagen zum halben Preis wie ein normaler Lautsprecherhalter einfach von mir die Kombination. Sigi, das wäre die Lösung. Der Riesenvorteil natürlich noch von denen, wenn man von denen mehr kauft, kann man die Bohrschiene verwenden. Die gibt es in der Variation auch mit Notenpult. Und dann kann ich zum Beispiel auf der rechten Seite einen Monitor machen, auf der linken Seite das Tablet und die Lautsprecher zusätzlich und das Notenpult noch zusätzlich. Also viel mehr geht dann wirklich nicht. Vor allem ist es günstiger wie das Original von dem japanischen Hersteller, der das Keyboard baut. Das nur so am Rande. Geht natürlich aber auch für die Tyrosanten-Spieler, dass man da einfach das THS-Speaker-Tellerchen dran schraubt. Passt genauso. Das heißt, wenn einer sagt, oh, ich habe da Ideen, ich brauche da was und wer weiß, wie lange ich noch Tyros spiele, und dann kann ich das auch noch für mein Genus verwenden. Genau das Gleiche, einfach nur festschrauben und passt. Ich hoffe, das ist gut für dich, Sigi, wenn wir da Geld sparen. Melde dich einfach, wie viel du brauchst von den Dingern und dann gehen die nach Wiesel. So, gut, dann ist das auch so. Hola, die Waldfee. Wer hatte noch was? Hat die Waldfee noch was? Hat der Jörgi, Alfred, Jill, ach du Güte, eine riesen Litanei hier, wer hier noch alles dabei ist. Dann haue ich gleich hier mal die nächsten Links raus. Bam, badam, badam, badam. Und zwar für die Facebooker unter euch. YouTube-Kanal abonnieren. Und Heidrun sagt immer Daumen. Ich soll die Daumen verlangen. Immer Daumen hoch und Abos immer. Liebe Heidrun, hiermit wieder gemacht. Und dann gucken wir mal, was wir noch hier raushauen müssen.
mein Freund Rico und seinen Kanal natürlich, ihr kennt ihn ja eigentlich schon alle. Genauso wie mein Freund Alois. Aber ich glaube, Alois hat jeder, der überhaupt nur einmal Keyboard berührt hat, ist schon Alois-Abonnent. Da haben wir doch das tolle Video Halfbar vom Alois erklärt. Ich schicke da direkt den Link zum Alois, seinem tollen Halfbar-Video, was wir da mal diskutiert hatten. Gut. Ja, ich glaube, die Voice auch irgendwo drin, die Jump Voice. Wo haben wir die drin, die Jump Voice? Wer weiß es noch? Wer weiß es noch? Bei The Synthes. Und hat sie Jump geheißen oder hat sie 80s geheißen? Oder war das 1984? Oh, Millionen Klänge mit 84, 1984 sind. Ich glaube, das hier war es. Ne? Ja, das war es, das war es. Ja. Ja, den wollte ich jetzt nicht, sondern am besten. Naja, ein bisschen fetter müsste eigentlich sein und dann auch noch richtiger gespielt. Aber das war na sowas und Van Halen Jump und die ganzen Dinger, wie gesagt, am Original eigentlich auf dem schönen analogen gespielt. Ja, da fehlt jetzt schon noch ein bisschen der Bums und raus. Aber 1984 Synth wäre zum Beispiel einer gewesen. Ich glaube, einer hieß auch doch, oder hieß er im Original auch Jump, der T-Voice auf dem Genus Tyros. Ne, der Cartoon Jump war es nicht, oder? Was war der Cartoon Jump? Cartoon Jump, ah, das ist eine Voice. Seht ihr jetzt unten links BB, das heißt, das ist die Bach-Box. Das ist eine reine Soundverlinkung, deswegen höre ich hier nichts, wenn ich jetzt gerade spiele. Das ist nur eine Programmumschaltung von den Voices. Hier seht ihr die BB-Voices. Genauso wie die V3-Voices, das sind reine Parameteraufrufe. Da muss eigentlich der Expander angeschlossen sein. Ich habe gerade schon gedacht, ich mache was falsch. Alles gut. Gut. Dann, oh, da kommt noch was. Registration auf dem Genus eingestellt. Aber meistens nicht. Ich habe keine Ideen, was ich da falsch mache. Beim Auswählen eines Liedes bei Song Plus wird die Registration nicht immer angewählt. Weißt du, warum? Also eigentlich gibt es die Definition mit dem Handshake, das heißt, die Verknüpfung ist einmal gemacht. Wenn ich diese Registration habe und diese Verknüpfung in Songbook, ist auch verknüpft und funktioniert und dann bleibt es auch so. Wenn ich die Registrierung nicht verschiebe, nicht umbenenne, nicht in eine andere Stelle irgendwas mache, dann ändert sich daran auch nichts. Wichtig natürlich, die Verbindung zwischen Keyboard und einem Tablet muss funktionieren oder iPad, iPhone, was auch immer. Aber das mal geht und mal nicht, das hat immer meistens menschliche Ursachen. Deswegen einfach nochmal probieren. Einschaltmoment, wie schalte ich die Sachen nacheinander ein? Und dann einfach einmal einen Test-Handshake machen, also Verknüpfung, okay. Und dann testen, ob die vorher gespeicherten auch wieder gehen oder noch gehen. Aber sonst gibt es da eigentlich keine Kniffe. Aber auch für dich nachher, 2045, haben wir immer einige Songbuch-Profi-User auch an Bord, dann passt es. So, dann habe ich jetzt noch die private Sprechstunde raus und jetzt sagt, Sprechstunde ist fast durch, ganz viele gesunde Keyboarder mit ganz wenigen Keyboard-Problemen und Sorgen, was mich sehr freut. Und dann kann ich nur sagen, nachher gemütlich den Abend ausklingen lassen. Tausend Dank für euren Support wieder. Ich habe auch hier gleich wieder mein kleinen Minispendenaufruf raus, wenn einer mich unterstützen will, gerne weiter Käufe und sonstige Sachen und danke überhaupt für die Unterstützung, auch für die Keyboard-Spenden oder ihr wisst schon, wenn ihr tolle Sachen für meine History-Wand habt, aber auch natürlich für Direktspenden oder Käufe, wenn irgendwas ist, bitte melden, ob einer die Voices nicht reingeladen bekommt in sein Keyboard oder Probleme mit den Updates hat oder was auch immer. Einfach bei mir melden, dann versuche ich zu helfen, wo es geht. Oder Ersatzteile, jetzt war die Frage nach Ersatzteilen. Was es irgendwann gibt oder gab, habe ich da. Auch wenn Yamaha vielleicht nicht mehr hat, irgendwelche Tasten, Knöpfe, Bedienfeld, Elemente. Bitte einfach bei mir fragen. Jo, dann hätte ich gesagt, oh, da kommt einer Moin Moin ganz spät. Eigentlich ist die Sprechstunde schon rum, lieber Peter. Du hast jetzt die Chance, noch die letzte Frage zu stellen.
weil dann machen wir gleich Sprechstunde Schluss und es geht erst wieder um 20:45 weiter auf Musikando. Ja, kommt da eine? Oh, gern, lieber Alois, sehr gerne. Freut mich, wenn ich so prominente Zuschauer habe. Da muss ich mich nicht immer noch mehr anstrengen, aber du hast gesehen, ich habe heute ganz wenig schlimme technische Sachen erklärt. Ich habe versucht, spielerische Sachen zu erklären. Deswegen hoffe ich, dass wir nachher gemütlich anstoßen können, dass ich keine auf den Schädel bekomme. Ich gebe mir Mühe. Jo, wer hat noch was? Wer möchte noch was? Wenn keine mehr Fragen da sind, ich sehe gerade, da die ersten steigen schon aus, dann hätte ich gesagt, macht mir es gut, bleibt mir gesund, schreibt die Fragen entweder vorab per Mail, per Ticker, wie ihr wollt, oder wenn es zum Erklären einfach für euch sein mag, ruft mir auch an. Und dann notiere ich die Fragen alle auf und erkläre die wie immer nächsten Montag 18.30 Uhr in der Keyboard-Sprechstunde mit Frank. Bleibt mal gesund, spielt Keyboard, was das Zeug hält. Tschüss, bis demnächst.